Guten Morgen, das ist Frauen und Eisprung. Wir, also ich bin arbeitssuchend. Das Licht an meiner Uhr sehen kann. Also, ich bin arbeitssuchend und kann mein weiteres Leben nicht von meinen Ersparnissen bestreiten. Deshalb lese ich Schaub Arbeitsrechtshandbuch, 17. Auflage. Ja, vorher wollte ich noch was. Found the peanut, last night I found the peanut last night. Where'd you find it, where'd you find it last night? Last night, where'd you find it, where'd you find it last night? In the dustbin, in the dustbin last night. Last night I found it in the dustbin last night. Cracked it open last night. Last night I cracked it open last night. Found it rotten last night. Last night I found it rotten last night. Ate it anyway last night. Last night I ate it anyway last night. I felt sick last night. Last night I felt sick, Last night called the doctor last night. Last night I called the doctor. Last night. Went to heaven last night. Last night I went to heaven last night. Didn't want me last night. Last night they didn't want me last night. So, es geht um Eigentum, Artikel 14 des Grundgesetzes. Und danach geht es mit Unionsrecht und Arbeitsrecht weiter. Ich habe dazu mir ein Buch besorgt. European Union Law, Catherine Bernard and Steve Pearce, Oxford University Press. It's published in 2014, Impression 4. It should be quite on time and also es ist wahrscheinlich relativ aktuell und ich werde ein bisschen was auf Englisch vorlesen.
Es hat einen relativ dicken Vorspann. Die Urteile sind alle aufgeführt, auf die sich das, oder die Gerichtsverfahren sind alle aufgeführt mit Nummer. Man kriegt die also auch zu sehen. Das Gericht steht auch dabei. Es würde mich wundern, wenn man die nicht findet. Da steht auch die Gerichtsnummer dabei. So. Introduction, the development of EU law themes, conclusion is das hat geschrieben Catherine Bernard und Steve Pierce. Danach kommt Development of the EU. Das ist dann schon wieder Paul Craig. Alles Namen, die ich schon mal gehört habe. Bin sicher, ich habe ein paar von den Leuten auch schon getroffen. So. Ich weiß aber nicht mehr genau wen. Ja. Dann kann ich mir hier drüber ein Urteil bilden über Unionsrecht und Arbeitsrecht, was da steht. Und es ist auch ein guter Einstieg ins Arbeitsvölkerrecht. Da habe ich auch was von Blackstone International Law. Ja, Blackstone's International Law, da kann man auch mal reingucken. Und Intellectual Property auch von Blackstone's. Kann man sich mal so einen internationalen Gesetzestext angucken oder ein internationales Abkommen. So, ich war aber bei Eigentum. Hatte ich beim letzten Mal schon vorgelesen. Eigentum, Erbrecht und Enteignung. Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt. Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen. Wegen der Höhe der Entschädigung stehen im Streitfall der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen. So. Eigentum, Artikel 14 des Grundgesetzes, habe ich gerade vorgelesen. Durch Artikel 14 Absatz 1 des Grundgesetzes wird das Privateigentum gewährleistet. Die Eigentumsgarantie ist ein Grundrecht. Das ist mir so komisch. Das gefällt mir nicht. Jetzt ist es schöner. Die Eigentumsgarantie ist ein zu viel gelesen, zu wenig verstanden, deshalb wälzt sich das Papier. Die Eigentumsgarantie ist ein Grundrecht, das eine elementare Wertentscheidung von besonderer Bedeutung für den sozialen Rechtsstaat enthält. In seinem Schutzbereich fallen grundsätzlich alle vermögenswerten Rechte, die Berechtigten
von der Rechtsordnung in der Weise zugeordnet sind, dass sie damit verbundene Befugnisse nach eigenverantwortlicher Entscheidung zum privaten Nutzen ausüben dürfen. Die Eigentumsgarantie gewährleistet jedoch nur Rechtspositionen, die einem Rechtssubjekt bereits zustehen. Artikel 14 des Grundgesetzes schützt das Erworbene, nicht den Erwerb. Dieser wird durch die in Artikel 12 des Grundgesetzes gewährleistete Berufsfreiheit gesichert. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts gewährleistet die Eigentumsgarantie den korrekten Bestand an Vermögenswerten, Gütern vor ungerechte an vermögenswerten Gütern vor ungerechtfertigten Eingriffen. Das Grundrecht schützt jedoch nicht in der Zukunft liegende Chancen und Verdienstmöglichkeiten. Die Eigentumsgarantie des Artikel 14 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes hindert Tarifvertragsparteien deshalb nicht daran, ein tarifliches Vergütungssystem durch ein anderes zu ersetzen. Was das jetzt soll, weiß ich nicht. Ich verstehe es gerade nicht, warum er es reingeschrieben hat, egal. Auch wenn dies zu einer geringeren Vergütung führt, bloße Umsatz- und Gewinnchancen sind tatsächliche Gegebenheiten und tatsächliche Gegebenheiten sind zwar für ein Unternehmen von erheblicher Bedeutung, sie sind vom Grundgesetz eigentumsrechtlich jedoch nicht dem geschützten Bestand des einzelnen Unternehmens zugeordnet. Wer durch die allgemeinverbindliche Erklärung eines Tarifvertrags dem Arbeitgeber Zahlungspflichten auferlegt, führt dies nicht. Zu einer Verletzung des Artikels 14 des Grundgesetzes, soweit die Geldleistungspflichten den Betroffenen nicht übermäßig belasten und seine Vermögensverhältnisse nicht grundlegend beeinträchtigt werden. Das verstehe ich nicht. Meiner Meinung nach muss so ein Arschloch dann zahlen, wenn er kein Geld hat, und zur Not was verkaufen. Hier steht aber, soweit die Geldleistungspflichten den Betroffenen nicht übermäßig belasten und seine Vermögensverhältnisse nicht grundsätzlich beeinträchtigt werden. Wenn es danach geht, wird es in Deutschland keinen einzigen Konkurs mehr geben. Das ist wieder mal. Ach ja. Herr, lass Hirn regnen auf Herrn Link. Professor Dr. Rüdiger Link, Vorsitzender Richter am Dienstarbeitsgericht. Fällt mir auch nicht an, als zu furzen bei dem Scheiß hier. So, das Arbeitsrecht konkretisiert die in Artikel 14 Absatz 2 des Grundgesetzes enthaltene Sozialbindung, gewährt dem Arbeitnehmer aber kein Nutzungsrecht an Arbeitgebereigentum. Sehe ich auch ein bisschen anders. Wenn produziert werden soll, dann wird produziert, egal ob dem Arschloch das gehört oder nicht. Es kann nicht sein, dass Leute einfach aus einer Lage heraus Produktion verhindern. Da steht so viel Scheiße drin in dem Buch, das ist wirklich einfach. Zu den durch Artikel 14 Absatz 1 des Grundgesetzes geschützten Rechtspositionen gehören auch Betriebsrentenansprüche. Die Reichweite des Eigentumsschutzes hängt dabei vom Inhalt der geschäftlichen Vorsorgevorsorge
Versorgungszusage oder der normativen Vorsorgeregelungen ab. Eine über die eingeräumte Ansprüche hinausgehende bla 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 Rechtsposition gewährleistet Artikel 14 des Grundgesetzes nicht. Das ist der größte Scheiß, der hier steht. Ich sag's nochmal ab, Artikel 14 des Grundgesetzes schützt das Erworbene, nicht den Erwerb. Was die Berufsfreiheit mit dem Erwerb von Eigentum zu tun hat, leuchtet mir oft ein, ist aber auch so nicht naheliegend. So, ich mach mal hier einen Pfeil drauf und schreibe einfach nur Scheiße dahin. Dann weiß ich demnächst, wenn ich mal wirklich jemandem Scheiße vorlesen will, zu gucken, was der denkt darüber. Vielleicht kriege ich ja doch noch mal irgendwann ein Richtergehalt. So. Deshalb darf ich die ganzen schönen Bücher haben. Aber ich kriege kein Geld. Und das schon seit... Ich weiß gar nicht, ob es jetzt... Es müssten jetzt mittlerweile 2 Jahrzehnte sein. So. Also seit Jahrzehnten kriege ich schon kein Gehalt. Ich glaube auch nicht, dass sich da jemals was dran ändern wird. Ich habe Bücher zum Vorlesen. So. Es geht weiter mit Unionsrecht und Arbeitsrecht und dazu gucke ich in dieses schicke Buch hier. Ich wollte noch was zeigen. Ich war gestern fleißig und die Nachbarin von oben hat geklingelt, weil es hier rauchig gerochen hat. Ich will Medizin herstellen und ich habe schon. Zum Ansetzen der Medizin gestern Holz geräuchert, so ein bisschen braun gemacht. Und hier war Harz drin, das ist bestimmt auch gut in Medizin. So, ich warte auf den Industriealkohol und dann kann es damit weitergehen. Außerdem bin ich heute am Arbeitsgericht. Tschüss. Thank you.